In letzter Zeit hole ich mir die Spiele erstaunlich oft im Laden. Also mit Datenträger und so. Voll alt und so. Und so. Ja, aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Wort zum Sonntag mit dem Sendeplan der Kalenderwoche 19. Ich habe mir wieder ein Spiel gegönnt. Es ist egal. Aber ich komme hier gerade auf keinen grünen Zweig, es fängt gut an. Ich habe mir seit langer, langer Zeit damals mal wieder ein Spiel im Laden geholt. So richtig im Laden, so hier mit hingehen, reingehen, angucken, Spiel holen, an die Kasse gehen und bezahlen. Das war Ende 2016, das war Battlefield 1. Ja, das war, warum so? Naja, ich wollte mir das Spiel vornehmen. Hab mal im Internet geguckt, wie gerade der Preis so liegt bei den ganzen Händlern, die einem Keys verkaufen, und war nicht so berauschend. Dann bin ich einfach mal den nächsten Tag in den Laden gegangen, aus reinem Interesse, und siehe da, das Spiel war da gute 13 Euro günstiger als in den ganzen Läden, ob jetzt G2A oder MMOGA oder Games Planet. Das war überall teurer und im Laden 12, 13 Euro günstiger. Habe ich mir gesagt, schön, hast mal wieder ein Spiel, was du dir ins Regal stellen kannst. Habe ich mir geschnappt. Dann wieder lange Zeit nicht. Und dann wieder bei Kingdom Come Deliverance. Da habe ich mich an Battlefield 1 erinnert. Und auch da war das Spiel gleich mal 12 Euro günstiger als im Internet. Um den Release herum. Ja, toll, eingesackt, nach Hause genommen. Und dann bei Pizza Connection 3 ebenso. Na gut, da waren es jetzt keine 12 Euro, da waren es glaube ich 8 oder 9, weil das Spiel kostet generell gar nicht so viel. Aber auch da, und das Tolle ist halt, bei Pizza Connection 3, da ist sogar ein Handbuch dabei. Und dann war noch ein Küchenmagnet, ein Pizza-Bestellgutschein bei pizza.de, aber Handbuch fand ich toll. Ach ja, und Soundtrack-CD, das ist auch super. Also finde ich wirklich herzallerliebst die Day One Edition von Pizza Connection 3. Und seitdem ist das gang und gäbe, dass die Spiele um den Release herum, weiß gar nicht, ob das nur bei mir in der Gegend ist oder auch anderswo, weil ich habe auch bei Mediamarkt online geguckt, da kann man sich die Spiele auch in den Laden liefern lassen. Gut, zum Release sind die dann auch sowieso da. Aber auch da waren die allesamt günstiger als bei Games Planet und Co. Und da habe ich mir gesagt, ja, holst du dir das nächste Spiel jetzt wieder. Und das da ist Far Cry 5. Habe ich mir jetzt gegönnt. War auch locker 10 Euro günstiger als in den ganzen Online-Angeboten. Ja, jetzt habe ich Far Cry 5. Wenn man es sich gar nicht installieren will, weil man vielleicht eine super duper Internetleitung hat und das vom Datenträger installieren länger dauern sollte. Bei den ganzen Schachteln liegen auch immer die ganzen Codes für Uplay und Steam dabei, die man ja auch ganz einfach eingeben kann und dann sich auch herunterladen kann, ohne die Datenträger einzuwerfen. Aber man hat dann eine Version fürs Regal. Finde ich schick. Also wenn ich mir so Far Cry 5 anschaue, das sind 5 DVDs. Ist jetzt kein besonderer Inhalt dazu, kein Soundtrack. So wie bei Pizza Connection 3, auch kein schönes Handbuch. Nee, da sticht Pizza Connection 3 wirklich besonders hervor, aber das ist mal wieder eine feine Sache. Also scheint zurzeit im Trend zu liegen, dass die Spiele im Laden günstiger sind als online. Finde ich auf jeden Fall bemerkenswert. Geht das euch auch so? Habt ihr schon mal drauf geachtet? Wenn nicht, dann achtet mal darauf, wenn es euch lieb ist, die Spiele lieber im Regal zu haben. Wenn ihr genügend Platz habt oder Platz haben wollt. Ich find's toll. Mal gucken, wie das beim nächsten Spiel ist. Und ach ja, Far Cry 5 wird jetzt nächste Woche nicht gleich kommen. Ich habe es mir erstmal geholt, denn es war gerade gut im Angebot und oh, vielleicht so demnächst. Ich weiß noch nicht. Vielleicht mal gucken. Auf jeden Fall noch ein Wort zu F1 2017 nach Aserbaidschan. Kam keine fragwürdige Strecke, wo ich wieder nacherzählen oder zusammenfassen musste. Insofern könnt ihr euch wieder, wie gewohnt, auf freies Training, Qualifying und Rennen in voller Länge ohne große Schneiderei freuen. Gut, also wünsche euch eine schöne neue Woche und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao, tschüss.